Hallo und willkommen hier zu einem Deckprofil zu Weiß-Schwarz. Ihr habt richtig gehört, Weiß-Schwarz und zwar mein beliebtes, ultra cooles. Ich habe schon modifiziert beim Opening, habe ich gesagt, ich mache noch ein anderes Deckprofil zu meinem alten. Aber nein, ich muss das schon umändern auf das neue und zwar zu Attack on Titan. Hier sind Volume 1 und Volume 2 Karten drinnen. Okay, hier zuerst mal Sentience als Climax-Karte, Subjugation. Habe ich dreimal drinnen. Ich habe den Female Titan, glaube ich, gar nicht mehr drinnen, weil ich brauche den. Ich brauche den einfach nicht mehr. Und die ist einfach, weil ich eine blaue Climax-Karte drinnen haben wollte. Dann viermal die Climax-Karten End in 850. Im Jahre 850, als der kolossale Titan herkam. Das waren die ganzen Climax-Karten. Nun zu Level 0er habe ich zweimal den Incomprehensible Titan. Der kann zwar nicht die Zone wechseln, wo er gerade steht, aber alle anderen Titanen bekommen 500 Power dazu. Dann dreimal den Protection Titan in diesem Artwork. Sechsmal den Protection Titan in diesem Artwork und fünfmal den Protection Titan in diesem Artwork. Also 14 Protection Titan, was ich mich jetzt nicht verzählt habe. Dann habe ich noch, ah ja, genau, der Effekt. Der Effekt von denen ist, man kann so viele Karten von den Namen haben im Deck, wie man nur möchte. Das ist eine sehr gute Karte, weil diese Karte bekommt 2000 für jede andere Protection Titan in der Center Stage. Also kann man maximal 4000 bekommen, hat er 5000 Power für einen Level 0er. Das ist wirklich heftig. Dann habe ich aber nur einmal, den hätte ich gerne zweimal noch mal gehabt, also dass ich ihn dreimal habe, aber leider habe ich nur einmal den Strength Assessment Beast Titan. Der Effekt ist, wenn man kann eine Kartenname von Protection Titan von Hand in den Waiting Room schicken und in der Anfang der Climax-Phase, wenn man den Kosten halt da einlöst, man kann eine Level 1er oder niedriger, also Level 0er Charakter im gegnerischen Center Stage wählen und es unter oder auf das gegnerische Deck legen oder nein. Nein, nur unter das gegnerische Deck legen. Also man schickt es einfach weg. Dann kann man noch Brainstorm mit einmal Stock weggeben und diese Tappen oder Reversen oder also dann zwei von diesen Dings einen Stock weggeben und zwei so hinlegen. Switchen nenne ich es mal. Man kann vier Karten vom Top vom Deck herzeigen, diese Karten in den Waiting Room legen und für jede Climax-Karte, welche hier so aufgezeigt wurde, bis zu zwei Kartennamen von Protection Titan im Waiting Room in die Hand nehmen. Also man kann die einfach wieder zurücknehmen und den seinen ersten Effekt halt wieder aktivieren, sozusagen. Dann im Volume 2 sind sogar Level 1er, wir sind jetzt schon bei Level 1, Level 1er Protection Titans. Wie diese hier, nur dass sie 4500 Angriff haben. Der Effekt ist halt wieder, man kann so viele haben, wie man will. Und sie bekommen für jede Protection Titan Center Stage wieder 1000 dazu. Können sie maximal 2000 haben, haben sie 6500 für einen Level 1er. Das ist auch sehr heftig. Dann noch von den alten Sets, die Invasion Titans, die würde ich eigentlich auch gerne gegen Protection Titans tauschen, weil sie bekommen nur, wenn alle anderen Titanen. Aber wenn alle anderen Charaktere Titanen sind, bekommen sie 2000 dazu, haben sie nur 6000. Ist jetzt nicht so, aber naja. Okay, dann haben wir noch ein Backup mit 2000 Angriff sogar. Man kann auch so spielen, es ist nicht eine reine Backup-Karte, Level 1er und 0 Kosten. Und wenn ich ihn als Backup mache, bekommt 1000. Und falls es aber nur, was ich nur Titanen kontrolliere, bekommt weitere 1000, also plus 2000. Dann dasselbe eigentlich nochmal mit. Noch eine Backup-Karte mit Overwhelming Power Female Titan. Der heißt Until the Goal is Accomplished Armor Titan. Man muss hier aber einen Kosten machen, einen Stock weggeben.
Dafür bekommt er 1500 und nochmal, falls ich nur Titanen habe, nochmal 1500, also 3000 dazu. Dann hier die Sucherkarte mit 1er und 0 Kosten, Forest of Giant Trees. Man kann bis zu zwei Titanencharaktere vom Deck in die Hand nehmen und eine Karte von der Hand in den Waiting Room schicken. Aber diese Karte kommt dann in den Clock rein, was nicht so toll ist, aber dafür 0 Kosten, das ist sehr super. Dann, worauf ich mich wirklich gefreut habe, als Level 1er einen 7500er aufs Feld zu schicken. Zwei Kosten natürlich, ja okay, aber das ist gerechtfertigt, würde ich mal sagen, weil diese Karte bekommt 500 für jede andere offene anderen Titanencharakter, den er kontrolliert. Also er bekommt nochmal plus 2000 dazu, hat er 9500 und das ist so easy, dass man 5 Titanen da einfach hat. 9500 plus dann noch diesen 2 Level 0er Karte da am Anfang. Willst du nochmal 1000, sind es 10.500 Angriff. Wenn man da noch eine kleine Max hat, 11.500 für Level 1. Das ist so heftig, das ist Level 3 Niveau. Okay, dann, also der Name ist All Surprising Existent Colossal Titan. Nun kommen wir zu Level 2. Also Strategie Level 0 ist Protection Titan drüber rennen. Level 1 Ziel ist, diesen hier zu rufen, drüber rennen. Level 2 Ziel ist, nicht den zu beschwören, aber der ist halt mal dabei. Multiple Decisive Battles Colossal Titan. Alle anderen Charaktere vor dem bekommen 1000 Power dazu. Also wenn der dann noch so ist, dann bekommt er nochmal 1000, also 12.500, ja okay. Dann kann man noch, wenn diese Karte von der Hand auf die Stage kommt, aufs Feld kommt, man kann die Kosten zahlen, also die oberste Karte vom Deck in den Clock schicken. Wenn man das tut, darf man vom Deck einen Titanencharakter suchen und in die Hand nehmen. Dann haben wir hier noch zweimal den High Intellect Female Titan aus dem Volume 1 Set. Alle anderen Titanen bekommen 1000 Power dazu. Und wenn eine Climax-Karte also in der Climax-Area ist, man kann die Kosten zahlen, also drei Stock weg und zwei Karten von den Hand in den Waiting Room. Dann darf man 5 Schaden dem Gegner zufügen. Natürlich kann der auch annulliert werden. Man kann diese Karte tappen, ich weiß nicht, ich sag's mal tappen. Man kann einen Titanencharakter wählen und der bekommt 1000 Power bis zu Ende des Zuges. Und nun, jetzt kommt natürlich die Strategie. Dreimal 3 to Humanity Colossal Titan. Wenn der Enormous State of Colossal Titan in der Center Stage ist, kann diese, also wenn der nicht in der Center Stage ist, also wenn man den nicht hat, dann kann diese Karte nicht angreifen. Okay, dann, ich muss mir mehr nehmen, das ist zu klein. Wenn diese Karte in der in der linken Position ist und alle anderen Enormous Statue Colossal Titan und Broken Wall Colossal Titan bekommen dann 1000 dazu. Und wenn die Climax-Karte End in 850, also die da, ist in der Climax-Area, man kann eine Karte von der Hand in den Waiting Room legen und alle Titanen bekommen 3500 Angriff bis zu Ende des Zuges. Und wenn ein anderer Enormous State of Colossal Titan wenn der in den Waiting Room geschickt wird, muss man leider diese Karte auch in den Waiting Room schicken. Dann gibt es aber noch dreimal den hier, den Broken Wall Colossal Titan. Da bekommt der Enormous State of Colossal Titan, also wenn der auch nicht dabei ist, dann darf der auch nicht angreifen. Und wenn der auf der rechten Position ist von der Center Stage, bekommen alle anderen Enormous State of Colossal Titan oder 3 to Humanity Colossal Titan, also die Hand oder der was da noch kommt, bekommen 1000 Angriff, 1000 Power dazu. Und wenn diese Karte angreift und die Climax-Karte endet in 850, ist in der Climax-Area, man darf eine Karte ziehen. Und wenn ein anderer, wenn der da hier im Waiting Room geschickt wird, muss der auch in den Waiting Room geschickt werden. Gut, dann haben wir hier dreimal, das sind die letzten Karten, dreimal Enormous State of Colossal Titan, ein Level 3er, aber
Wenn man den Rücken und die Hand auf dem Feld hat, dann bekommt er minus Level 1 auf der Hand. Also ist er nur noch Level 2 und ich darf ihn auch gleich sofort wieder legen, wenn ich genug Stock habe. Und während der gegnerischen Runde, wenn diese Karte ist in der Center Stage und ist nicht tot, sag ich mal, alle anderen 3G Humanity Colossal Titan und Broken Ball Colossal Titan, also Hand und Rücken, bekommen die Fähigkeit, diese Karte kann nicht so sein. Also wenn der überlebt, können die anderen nie so sein. Aber wenn der so ist und weggeht, müssen die anderen auch weggehen. Und die Autofähigkeit ist in der Beginn der Anchor Step. Man kann die Kosten zahlen, also diese Climax Area in der Climax Area in den Waiting Room schicken. Und wenn man das tut, dann darf man die oberste Karte in meinen Clock in meine Hand nehmen. Und diese Karte bekommt 3000 Power bis zu Ende der gegnerischen Runde. Also heftig, deftig, weil der bekommt durch den schon mal 1000, durch den schon mal 1000, sind schon mal 12.000. Wenn ich dann nochmal die oder den hätte, oder den oder, kann ich ihn bis zu 4000 einfach dazu bekommen lassen, hat er 14.000. Wenn ich die Climax Area hätte, dann hätte ich in meiner Runde, würde er nochmal 3000 dazu bekommen. Also nein, mit der Hand würde ich dann nochmal 3000 bis Ende des Zuges bekommen, aber den sein Effekt ist, dass er nochmal 3000 so bekommt bis zum Ende der gegnerischen Runde, hätte er 17.000 und das muss man mal überbieten können hier. Außerdem gibt es ja dann noch viele andere Titanen. Es ist ja nicht so, dass wenn der hier nicht ist, dass dann alles verloren ist. Nein. Es sind so viele starke Karten. Und in diesem Spiel geht es eigentlich nur darum, greif an, greif an, greif an. Und wenn du genügend Monster immer hast, dann passt das. Es ist natürlich sehr gut, wenn du Karten hast, die was du gleich am Anfang schon liegen kannst. Dann haben wir ein höheres Level, haben wir eine höhere Stärke, weil die werden schlechter zu besiegen zu sein. Und ja, deswegen ist das so heftig, weil auf Level 0 ist man 5000, auf Level 1 ist man 6000 oder 6500 oder sogar 9500 und auf Level 2 ist man auf 10.000 und höher. Das war's. Anregungen, Tipps, Tricks bitte in den Kommentaren, falls euch das Video gefallen hat. Einfach in den Kommentaren schreiben, was euch gefallen hat, was ich besser machen könnte. Abonniert mich und schaut auch noch auf die anderen Deckprofils. Ich werde noch andere hochladen und das Opening von Volume 2 Deck, weil da ist eine unterschriebene Karte ausgezogen worden. Und bis zum nächsten Mal.